So, liebe Leute, vorletztes Rennen unserer MyTeam-Karriere und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020. Ja, wir sind in Brasilien zu Gast, in Interlagos, was sowas wie, so viel wie zwischen den Seen heißt, in nicht Sao Paulo, ich komme jetzt auch nicht hin. Doch, Sao Paulo, genau. Müsste sein, also Interlagos auf jeden Fall. Gut, ja, wir sind dabei auf jeden Fall, haben gute Kohle, gutes Profit. 16, irgendwas Millionen haben wir. Und jetzt können wir mal nochmal in die Aktivität gehen, ob wir noch das ein oder andere machen können. So, Sponsorwerbung für die Fahrer nehmen wir mit. E-Sports Event können wir mitnehmen. Und dann machen wir noch ein Gewichtetraining. So, gucken wir mal rein in die nächsten, ob wir noch ein bisschen was entwickeln können. Dann nehmen wir das mal rein. So, Personal. Sitze der November, okay, da läuft's ein. Ich mach mal das hier eben ganz kurz, damit wir noch ein bisschen was haben. So. Dann läuft das ganze Ding kurz nach dem Brasilien Grand Prix durch. Ein bisschen Kohle haben. 1,4 Millionen haben wir wieder auf der Konto. Also ein bisschen, aber kriegen wir es mal hin. Du hast im Moment keinen Rivalen. Irgendwann wird die Presse dich fragen, wen du als deinen Rivalen betrachtest. Überlege dir gut, wen du dir aussuchst. Denn du gewinnst nicht nur an Anerkennung, wenn du gewinnst, sondern wirst auch an Anerkennung einbüßen, wenn du verlierst. Ich guck mal gerade. Ich glaube, Rivalen haben wir, brauchen wir gar nicht, oder? Silverstone diese Saison. Doch, da. Ach so, die werden uns fragen. Ja, mein Gott, du hast. So, hoffen wir mal auf ein trockenes Rennwochenende. Wir gehen rein nach Brasilien. Ich fahre wieder die etwas weichere Mischung und hoffen auf ein zumindest trockenes Qualifying und ein trockenes Rennen. So. Dauert jetzt natürlich wieder einen kleinen Moment, bis es dann hier weitergeht. So. Och, es bleibt sogar das komplette Rennwochenende trocken. Das ist doch geil. Cool. So, gut. Dann gehen wir mal in die Nachrichten. Wettervorhersage. Hey, es gibt doch ein bisschen ganz leichter Regen am Ende des Rennens. Okay, wenn wir Glück haben, kommen wir tatsächlich ohne den Regen durch. Letzte Saison haben wir hier in Brasilien gewonnen. Das hoffe ich natürlich auf diesem Rennen auch. Weil dann wäre es nämlich entschieden. Aber. Nutze ich das jetzt noch? Wir verkacken ja einfach Abu Dhabi. Wir holen uns hier den Sieg und verkacken dann Abu Dhabi. Dann ist es halt also. Oder krieg ich Brasilien? Kann ich es irgendwie richten? Komm, wir machen es einfach scheiße drauf. Ich meine, das ist eh egal. Wir hauen da mal komplett alles nochmal rein. Ja, wir sind eh letzter, dann ist es eh wurscht. Jetzt haben wir mal gesagt, in Brasilien gewonnen. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen. Neue ausstehende Dings haben wir drin. So, warte mal, sorry. Und dann gehen wir rein ins
Race. Also nicht ins Rennen, sondern in das erste freie Training an diesem Freitag heute Abend. Das ist cool. Freue mich. Wie gesagt, vorletzte Training überhaupt. Nächste Woche haben wir noch Abu Dhabi und dann ist die MyTeam-Karriere zumindest mal durch. Zumindest für diesen Teil der Formel 1-Reihe. In der 2021 machen wir wahrscheinlich weiter. Dann gucken wir mal. Aber jetzt erstmal rein. So, da sind wir wieder. Back on the track. So, ich hab mal, guck mal. Also, back at the track. On the track sind wir jetzt gleich. Ich hab ja noch ein Setup. Brasilien trocken. Hab ich doch irgendwo hier noch ein Setup. Genau, da ist es doch. Geh mal rein. Okay, los geht's. Komm raus. Push the car just yet. Track is still green. Try and take it easy for the first couple of laps. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ja. Dann fahren wir mal raus auf die Strecke. Hier in Brasilien wollen wir natürlich das ein oder andere gute Ergebnis nachholen. Wie gesagt, letztes Jahr haben wir gewonnen, aber natürlich. Der scheiß Flügel, da bin ich ein bisschen zu schnell um die Kurve rum. Das war mein Frontflügel. So, und hoffen wir wieder durch das trockene Wetter. Jetzt muss ich hier wieder zu machen, ja. Was? Ja, letzte Woche in Mexiko haben wir hier meinen Platz 6 noch mitgenommen und haben 8 WM-Punkte geholt. Platz 5 war nicht mehr drin, weil wir den Gast hier noch kassiert haben. Und jetzt schauen wir mal, wie es hier dieses Wochenende wird. Ich denke mal, viele große Sprünge noch nicht machen, weil wir wirklich ganz hinten starten. Aber mal schauen. Das heißt, wir werden wir die Taktik nehmen, die wir in Russland hatten, nämlich einfach kurz auf Medium starten und dann im Rennen auch irgendwann auf die Soft gehen und dann durch versuchen, so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Ich denke mal, gewinnen werden wir nicht. Wir haben momentan Vorsprung von 20 Punkten auf Carlos Sainz. Das heißt, er müsste schon das Rennen gewinnen, um uns groß gefährlich werden zu können. Aber schauen wir mal. Brasilien ist auch eine meiner Lieblingsstrecken. Ich mag diese Strecke echt wirklich gerne. Und wir haben ja letzte Saison hier sogar gewonnen. Ob wir das heute wiederholen können oder dieses Wochenende wiederholen können, mal schauen. So, einmal kurz hier durch die Senna SS. So heißt diese SS hier, nach Ayrton Senna natürlich benannt. Eine große Legende hier in Brasilien. In Brasilien ist immer so ziemlich bekannt für ja, dramatische WM-Entscheidungen. Natürlich 2007, der zu kurz von Lewis Hamilton, der in der letzten Kurve da noch Timo Glocke wollte. Fünfter wurde, so sich seinen ersten WM-Titel geholt hat. Und natürlich, unvergessen, 2012, Sebastian Vettels dritter Titel, als er in der ersten Runde auf dem Langgrad oder Anbremsen der Kurve 3 von Bruno Senna gedreht wurde, damit einem beschädigten Auto von ganz, ganz hinten noch auf Platz 7 fuhr und sich so den Titel dann am Ende noch sicherte gegen Fernando Alonso, der zu dem Zeitpunkt in diesem Rennen zweiter wurde. Es war ein chaotisches Rennen mit viel, viel Regen und viel Crashes und, also Dramatik pur. Und dafür ist auch Brasilien ziemlich bekannt. Ja, so mal so zwei, drei Dings, natürlich wie gesagt, oder was war das denn? Doch, 2007 war es, ja genau, Lewis Hamilton. Die unvergessen natürlich die Tränen von Felipe Massa, aber ja, eigentlich sich schon als WM-Sieger wähnte und dann auf dramatische Weise diesen Titel noch abgenommen bekommen hat von, wie gesagt, Lewis Hamilton, ja. Timo Glocke wollte, der damals auf Slick sogar noch unterwegs war und somit das Auto überhaupt diese Strecke hatte. Der hat ja auch damals richtig, glaube ich, noch fett wegbekommen. Weil es hieß ja, du hast es ja mit Absicht gemacht, du hast den Lewis ja vorbeigelassen und so. Ne, der konnte einfach nichts dafür mit seinem Auto. Mit den Reifen zumindest nicht in dem Regen. Es regnete dann und es war noch ein bisschen rutschig und so. Dementsprechend konnte dann Hamilton ihm vorbeigehen. Auch das war natürlich ein spannendes Rennen, wo Hamilton zwischendurch mal getrieben Probleme hat oder man nicht schalten konnte, mal langsam wurde und. Also
einfach viel passiert. War ein krasses Rennen, definitiv. Und ich bin weiß Gott kein Hamilton-Fan. Definitiv nicht. Und ich hätte es Meister so gegönnt. In seiner Heimat vor seinen Fans. Na gut, okay, wir sind momentan Erster. Klar, wir waren einzig auf der Strecke sind. Ich fahre natürlich jetzt unter ein, zwei Ründchen, paar Ründchen hier. So 4, 5. Wir fahren ja bis 20 immer. Und dementsprechend klar. Ja, was haben wir denn noch hier Schönes? Brasilien. Ja, Brasilien ist immer, wie gesagt, ein sehr anderer. Ich glaube 2005 war das. War das 2005? Giovanni Ciccarelli auf Fisi Keller, der den Sieg dann noch am Ende bekommen hat, nach dem Crash von Weber, wo Alonso doch in den Reifen damit reingefahren ist oder in das Fahrrad reingefahren ist. Wie auch immer, ich glaube, das war 2005 oder 2003. Einer von den beiden war es auf jeden Fall. Kann auch 2003 gewesen sein. Aber jetzt genau weiß ich es nicht. Aber ja, so solche Sachen halt, ne? Einfach. Also langweilig für diese Strecke nicht hier. Ja, dieses Rennen hier nicht, definitiv. Und das hoffe ich natürlich auch am Sonntag, weil wir eh von hinten starten werden. Mal gucken, wie weit wir nach vorne kommen. Mal wieder ein Rennen, wo wir nicht in den Top 10 starten werden. Das ist jetzt mittlerweile auch schon das dritte hintereinander. Wie gesagt, in den USA sind wir Siebter geworden, in Mexiko sind wir Sechster geworden am Ende. Und mal gucken, was hier passiert. Ich kann es mir noch ein bisschen verschmerzen. Wie gesagt, 20 Jahre Punkte zahlen. So, hoffen wir mal, dass wir hier, wie gesagt, Glück haben. Also weiter vorne geht's eh nicht, der Abstand ist zu groß. Deswegen wird es wahrscheinlich nur Platz 4 werden. Dann hoffe ich, dass einfach Zeit heute nicht so viel, dieses Wochenende nicht so viele Punkte holt. So, zwei Runden haben wir noch. Sprit, dann fahren wir auch wieder in die Boxen, dann ist auch schon das Training hier durch. Ich fahre natürlich jetzt bewusst ein paar Long Ones. Da es Gott sei Dank mal nicht regnet. Nee, soll! Und dann der Abflug. Da bin ich ein bisschen auf die Curbs gekommen. Hier hinten bin ich mir auf die Curbs gekommen und dann ging es dann an die Wand. Also 10 bis 15 Minuten, dann soll es regnen, laut. Und so ein Renningenieur, laut Jeff. Gut, Brasilien ist immer bekannt für ein bisschen Regen. Aber das wollen wir gar nicht mehr fangen. Wenn du mit dem Pit-Assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Ich nehme mal gerade ein bisschen runter, die Benzinmenge runter. Ich bin immer komplett Fuß vom Gas, damit ich hier ein bisschen durchrollen kann. Ja, ich sage ja, diese Ecke ist nicht ganz ungefährlich. Auch im Liegerennen hat sie, glaube ich, Minimum zwei Leute erwischt. Wo wir dann, ich glaube, Siebter geworden sind oder Achter. Jetzt haben wir keine Treibstoff mehr und jetzt sind wir auch aber durch. Ich muss jetzt gerade ein bisschen, obwohl ich eigentlich bewusst ein bisschen langsamer gefahren bin. Oder auch hier die Boxengasse, die ist uns komplett neu, die ist immer scheiße gefährlich gewesen. Wir haben die Boxeneinfahrt ein bisschen mehr, weil normalerweise fährst du auf die Lage gerade, die Linie geht genau hier durch und da haben sie die ein bisschen dumpfer gemacht, wenn man da nicht reinkracht, das kann auch ganz böse enden. Oh, das ist ein McLaren, aber der muss halt warten, das ist Carlos Sainz übrigens. Der war also wie 5 momentan, sogar von der Tabelle her. Gucken wir mal gerade links, die Zeiten sind aber gerade irrelevant im Moment. Die 5 vor Alexander Albon und Lewis Hamilton, Max Verstappen und Lando Norris, das sind die ersten 5. Davon, wie gesagt, Alexander Albon mit Soft und der Rest halt, wie gesagt, mit jetzt mit Hart.
get a chance, make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. So. Dann sind wir durch mit diesem Freitraining. Mal gucken, was wir mal knacken können. Und die Ergebnisse, sag ich schon mal, gut, sag ich schon mal so aus, ja, das könnte passen, aber wie gesagt, das hast du in Mexiko auch, zumindest das freie Training war gut und dann das Qualifying in diesem Absack auf Platz 15. Aber scheinbar durch den Regen, ne, Lewis Hamilton hat so mal ein bisschen knapp verbessert. Am Ende ein bisschen verloren. Zweiter, dritter Sektor ist ja nicht so unsere. Zweiter sind wir auf jeden Fall und das, ja, es bleibt trocken. Aber wir sind gut dabei, Freunde. Regnet das wirklich? Sieht nämlich nicht so. Doch, es regnet, ja, ja, okay. Alles gut. Ich dachte, es wäre noch trocken gewesen, aber es regnet leicht und damit ist eh klar, dass keine schnellen Runden zu fahren sind heute. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, Richards und Alexander Albon. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Genau, Brasilien ist auch immer so ein Rennen. Habe ich auch schon mal geschafft. 2016 habe ich es geschafft, bin ganz hinten nach vorne durchzufahren. Im Renault damals. Ob wir das heute mit dem, oder dieses Wochenende mit dem Aston Martin packen, weiß ich noch nicht. Ich hoffe natürlich schon, um ein paar Pünktchen abzugreifen. Aber wie gesagt, schauen wir einfach mal. Wichtig ist, dass Carlos Sainz nicht so viele Punkte holt. Weil dann ist das Rennen nämlich in Abu Dhabi auch irrelevant. Es geht wirklich momentan erstmal nur gegen Carlos Sainz. Und dann müssen wir gucken, wie das Rennen in Abu Dhabi aussieht. Also, Lewis Hamilton ist der schnellste. Vor uns waren Alexander Albon. Das ist das erste freie Training gewesen. Weiter geht's gleich sofort mit Teil 2. Denken Sie darüber? Glauben Sie, dass diese Gridstrafe berechtigt war? So. Ja, hat. Klar. Wie schätzen Sie die Konkurrenz in dieser Saison für sich ein? Sie haben heute ein paar Teile auf der Strecke gelassen. Gab es Schwierigkeiten mit der Traktion? Ja, wird schon nochmal werden. Klasse, das war dann alles. So, also gleich geht's weiter sofort mit Teil 2, dem zweiten freien Training hier. Dauert jetzt gerade noch einen kleinen Moment, bis der hier sich wieder einer zurechtgeladen hat. Genau, geht's weiter sofort. Ja, wir springen rein in Training Nummer 2. So, da sind wir wieder. Und auch heute werden wir wieder auf Medium fahren. Die Software war nämlich gar, wenn wir dann im dritten freien Training fahren. Heute fahren wir dann ein bisschen Long Ones. Die fahren wir im ersten Training. So, jetzt ein bisschen aufpassen, also nicht wieder in die Begrenzungsmauer segeln. So.
Ja, wann es dann letztendlich final losgeht mit der neuen Saison in der MSFL, weiß ich auch noch nicht, ob es diese Woche schon losgeht oder nächste Woche. Das müssen wir dann noch abwarten. Ich warte mal noch da so ein bisschen, wie es dann mit den Teams aussieht, weiß ich auch noch nicht. Das kann alles jetzt im Laufe der Zeit kommen. Gut, wenn dieses Video rauskommt, stehen die Teams wahrscheinlich schon fest. Ich nehme ja ein bisschen ein paar Tage vorher auf, weil ich es auch unter der Woche einfach nicht schaffe, momentan aufzunehmen, weil viele es tun. Ich habe momentan 10-Stunden-Schichten, damit ich auch ziemlich froh, dass ich dann immer mal ein bisschen Luft habe und nicht unbedingt aufnehme. Deswegen mache ich das meistens schon am Wochenende. Da wäre ein bisschen Zeit heute. So, auf geht's. So, schön die Ascender Fs hier annehmen. Also 4-5 Runden werden wir auf jeden Fall fahren. Wir sind auf jeden Fall knapp hinter Lewis Hamilton gewesen. Da bin ich auch ziemlich glücklich drüber, dass wir da dran sind auf jeden Fall. Ah, ich dachte, heute ist es hier uninteressant, weil es ist A, das Training und B, es ist, haben wir eh eine Gewichtsstrafe starten. Sehr wahrscheinlich von ganz, ganz hinten, aber mal gucken. Jetzt müssen wir am Ende gucken, wie dann die finalen Schrauben aussehen. Deswegen hoffe ich trotzdem auf ein gutes Qualifying, dass es einfach zeigt, hey, wir können auf jeden Fall noch mithalten. Und dann ist wie gesagt nächste Woche der Abschluss in Abu Dhabi. Und dann sind wir durch mit der Martin-Karriere und dann geht es noch eine Fahrerkarriere. Da frage ich euch immer noch, wie sieht das aus? Wen nehmen wir, sollen wir als Fahrer nehmen? Welches Team soll man nehmen? Und dann schauen wir einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich ist, quasi einfach eine Meisterschaftskarriere zu fahren mit einem festen Fahrer. Aber das schauen wir dann einfach mal später an. So. Jetzt fahren wir eine Runde. Nur eine Zeit. Die erste Zwischenzeit ist eine 1:10:50. Das ist ganz sogar schneller als die eben, was wir gefahren sind. So, erste Zwischenzeit sagt schon mal violett. Also sind wir im ersten Sektor knapp schneller schon mal als unsere eigene Zeit. Ich versuche natürlich jetzt hier auch so im zweiten Sektor ein bisschen zu drücken. Auch hier wieder der gleiche Fehler. Wieder auf die Curbs. You have a lot of wing damage. Da muss ich echt höllisch aufpassen. Das darf ja natürlich im Rennen nicht passieren. So, jetzt geht es wieder auf die lange Gerade. Jetzt ist es natürlich, glaube ich, relativ irrelevant. Jetzt ist wieder der zweite Sektor, da haben wir ein bisschen verloren. So, ist der Sergio Perez der Erste, der jetzt unsere Zeit bügelt, aber auf Soft, ne? Das Ganze rein übertragen, aber ich kann mit dem Medium könnte man Vorteil haben. Jetzt vielleicht einmal in die Box müssen. Wenn der Regen wirklich kommt und wir mit schaffen, mit dem Medium im Ende auf Inters zu gehen und so einen Reifensatz zu sparen, können wir das Ding und die müssen früher rein, die viele Softfahrer da vorne, dann könnten wir es tatsächlich packen. Sogar hier noch das Ring von ganz hinten zu gewinnen. Aber wie gesagt, da muss einiges passieren und dann wird doch. Wahrscheinlich das eine oder andere passiert, aber schauen wir einfach mal. So, auf die Runde wird natürlich nicht gut, aber wie gesagt, für vorne wird es eh nicht reichen. Hier. Ja, schon klar. Ich fahre den Tank sowieso leer. Also ich kann mal ein bisschen Gas geben noch.
Die Einheiten sind eh alle neu, daher ist es eh uninteressant. Die Strafe steht. 30 Plätze Grid haben wir. Jetzt, wenn wir ganz vorne stehen, stehen wir zumindest ein bisschen vorne. Aber wir schauen einfach mal, wie es am Ende aussieht, wie das Feld aussieht. Also ich gehe davon aus, dass wir ganz, ganz hinten starten. Das Rennen bleibt Gott sei Dank am Anfang trocken. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil für uns. Und jetzt wissen wir zumindest, wie es auch drauf an, wo es drauf ankommt. Wie die Abstände sind zu den Softfahrern. Zumindest das, was an der unmittelbarer Nähe stehen wird. Da gehört halt auch unser Teamkollege mit dazu. Das ist natürlich nicht gut. Also, führend haben wir momentan Sergio Perez vor Esteban Ocon und dann haben wir unsere Teamkollegen, Nick Schumacher. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu sehr über die Curbs räubern wieder. Gerade mit dem Arsch, dann ist es ein bisschen einfacher dann. Ach scheiße, die Runde war nicht gar nicht so schlecht. Ich weiß, ist der Sprit ein bisschen früher ausgegangen. Ich weiß, dass hinten noch ein Red Bull jetzt gleich kommen wird. Die Frage ist welcher. Das ist wahrscheinlich Albon. So, ich lasse den mal gerade ziehen. Ne, Verstappen ist es. Bergkurve ohne Sprit und zweiter Gang. Das ist natürlich ein bisschen riskant. Aber eigentlich müsste da hinten gelb genug geschwenkt werden. Das heißt, das ist auf der Strecke und ich bleibe auch ein bisschen meine Ideallinie runter. Da mal ein Renault, der reingeht. So, dritter Avi seit momentan und da bin ich jetzt immer zufrieden bei. Vettel langsamer als Mick. So, auf jeden Fall sind wir da durch. We have a number of programs to run during these practice sessions. You can check the details in the car monitor. We'll get good data for both the race and factory teams, so they're well worth running. Wir werden eh am Ende starten, weil vieles auf Soft schneller sein wird als hier. Neunter sind wir momentan sogar nur, also gut, Verstappen Zweiter, gut, das ist klar, der Red Bull doppelt an die Schulter, sein Lando Norris vor uns. Ganz knapp, aber auch nur. Dazwischen noch Ricciardo auf 5. Auch der hat nur etwas oder weniger als eine halbe Sekunde vor uns. Jo. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Perez, Verstappen und Esteban Ocon. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Und selbst ein Giovinazzi, der auf Software ist, eine halbe Sekunde langsamer als Mick, also scheinbar hat es irgendwie ein bisschen gefruchtet, auch den Teamkollegen ein bisschen gerade zu pushen, ich glaube, das sind die Einheiten, aber es kann auch sein, dass der Soft fährt. Jetzt immerhin immer auch eine halbe Sekunde langsamer als ich. Aber gut, alles ist gut, wie gesagt, alles ist im Soll und ist es eh dafür da, nur auszutesten.
So. Gut, dann gehen wir rein in Training Nummer 3. Unser vorletztes freies Training und dann sind wir durch. So. So, jetzt kann man nämlich auch mal auf Soft ein bisschen raus. Aber ja, ist halt einfach weiter drin. So, auf geht's. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. Letzte Grill, schaffe auch das ist hier irgendwie seit jetzt gerade eher. Ohne Song, kann das Getriebe sein. Aber ist ja eh, wie gesagt, es ist eh wurscht. Ich glaube, so ewig werden wir heute auch nicht fahren. Wir werden auch nur zwei, drei Ründchen fahren mit dem Soft. So, mal gucken, was die Softreifen bringen. Gegenüber der Konkurrenz. Ich weiß nicht, wie sie alle abschneiden werden, wie viele Topfahrer, wie weit abschneiden werden. So. Auch hier müssen wir ein bisschen nochmal das scheiß Curb, ne, beziehungsweise diese Kurve, die ist nicht ganz ohne, da haben wir noch einen Querschnitt drin gehabt. Das hat nämlich auch so ein bisschen an die letzte Saison, da haben wir nämlich genau das gleiche Problem gehabt. So, dann geben wir jetzt ein bisschen Gas und stellen wir alles hoch und dann gucken wir mal. So, schön an die S's anbremsen. Kurve 1, Kurve 2. Na gut, Kurve 3, dann ist es Kurve 4 tatsächlich. Ich weiß, dass jetzt neben mir noch ein Auto ist. Es dürfte ein Haas sein. Aber das ist gerade für mich ja uninteressant. So, mal gucken, wie gesagt, was die Softreifen sagen. Im Gegensatz zu den Resten. So, dann geht es jetzt Richtung zurück Richtung eine gerade Sektor 2, was gehört, aber das ist wieder kein Kunststück. Dürfte das eine der ersten Autos sein, die überhaupt eine Zeit setzen können. So, Flügelchen auch und kipp ihn. Eine 09 sollte schon irgendwo davor stehen noch. Of fuel remaining. Ich muss mal drücken, kann auf 09. Das wird so nichts werden. So, der Haas dahinter. Macht aber auch schon ganz schön Druck. Er will nämlich ran an uns jetzt auch einmal. Oh, das ist übrigens nicht Wasser, das ist Magnus. Hm? Wohl habe ich noch schon gesagt. Nee, das ist auf jeden Fall mal Magnus. Ja, aber es ist richtig auch, dass es ein Haas ist.
Ja, vielleicht kann man es auch nochmal so ein bisschen gezaubert. Sektor 2 ist schon mal violett, aber gucken. Ja, haben wir ein bisschen schon mal verloren. Also mein Ziel ist es auf jeden Fall, da wenn wir ganz hinschauen, mit Medium zu starten, ein bisschen in den Regen zu fahren, wenn der Regen kommt, auf Inters zu wechseln, was alle anderen auch machen müssen. Nur mit dem Unterschied, dass die wahrscheinlich zwischendurch von Soft auf Medium gehen werden. Fuel is marginal, folks within two laps. Und dann nochmal wechseln müssen und dann haben wir vielleicht einen kleinen Vorteil, aber gucken wir mal. Das könnten uns vielleicht einige Punkte, wenn wir die Taktik aufgeben, das ist dieses Taktikspielchen. So, wir sind auch bald durch mit dem freien Training. Ich habe also einen falschen noch. Was hält? Ich denke, eine Runde fahren wir danach noch. Walter Bottas, 1.08.7. Auch das ist für uns. You might want to run a lower fuel mixture whilst we're in practice. Save the engine for qualifying in the race. Box this lap, please. Box this lap. Der Motor ist sogar neu. Also Walter Bottas schlägt unsere Zeit sogar. Gut, dann nehmen wir Mercedes an den Weltmeister Valtteri Bottas, muss man sich mal dran gewöhnen. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, Anina. Das ist bitter. Und damit ist das Training auch beendet. That was a big one. Confirm you're okay, please. So. Nein, warte mal. Komm, wir nehmen doch die Rückbände und gehen dann in die Box. So, gehen wir in die Box zurück. So. Sechster sind wir sogar noch. Bottas fährt auf Medium. Da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Bottas, Verstappen und Carlos Sainz. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, Bottas mit einer Mega-Zeit auf jeden Fall auf Medium vorne eine Sekunde weg. Aber wir sind dann, der Rest ist dann quasi dran. Ne? Wir sind nur ganz knapp dran. Also Sainz, wie gesagt, der darf uns ja nur ein paar Plätze mitnehmen. Also so wenig wie möglich. So wenig Punkte wie möglich mitnehmen, wenn er natürlich jetzt Zweiter wird. Wird zum letzten Rennen mal entscheidend. Aber gucken, wie gesagt. So. Dann haben wir das auch. Dann sind wir durch mit dem freien Training. Im Qualify geht es dann quasi morgen weiter.
So, okay. Dann haben wir es geschafft. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis 32 Alien. Ja. Bis dann. Tschüss.